Nein, Nadja Abdel-Farag steht hier nicht in einem Antiquitätenladen und schaut sich nach Dekoration um. Der Raum, durch den die Moderatorin ihre Follower in diesem Clip führt, ist tatsächlich ein Zimmer in ihrer neuen Wohnung. Nadel hat es offensichtlich in den schönen Norden nach Hamburg gezogen. Vor ihrem Umzug lebt die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin bereits in Küstennähe, in dem Kurort Dangast. Jetzt verschlägt es Nadel scheinbar in eine größere Stadt. Nachdem sie ihre Follower schon beim Kauf des Interieurs mitgenommen hat, können die Fans der 56-Jährigen jetzt auch einen privaten Einblick in die Gemächer der Ex von Dieter Bohlen erhaschen. Etwas vollgestellt mit Dekoration und Blumen wirkt das neue Zuhause von Nadja Abdel-Farag doch sehr gemütlich. Die knallrote Lampe und der große Spiegel im Vintage-Look könnten glatt schon einmal durch die Hände der Bares für Rares Händler gegangen sein. Nadja hegt offensichtlich eine Liebe für alte kleine Schätze. Anscheinend hat sich die Wahlhamburgerin auch schon richtig in ihrer neuen Heimatstadt eingelebt und beherrscht schon den norddeutschen Slang. Minüter Hus, was so viel bedeutet wie mein neues Haus, schreibt der TV-Star unter dieses private Video. Na, wenn Nadel schon die raue Sprache der Nordlichter spricht, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Alleckerst und best.